Guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu Leichter Leben, Zeit für mich. Wir haben ganz viel Zeit heute für Julian FM Stöckel, der steht neben mir. Hallo, guten Morgen. Ist ja so schön früh am Tag noch. Ja, nicht? Ja, ja, das ist eigentlich wohl. Nicht deine Zeit. Nein, ne? Das ist überhaupt nicht meine Zeit. Ich komme ja vorhin mitten in der Nacht, also gar nicht. Ich habe ja auch 130 Kilogramm Make-up drauf, damit ich überhaupt noch was aussehe. Du siehst fantastisch aus, du hast auch fantastische Dinge mitgebracht, unter anderem deine Mode. Richtig. Models sind schon hinter der Kamera aufgetaucht, sie werden später in der Sendung auch vor der Kamera zu sehen sein, damit wir auch sehen, was du alles Schönes machst. Du hast ein Überraschungsgeschenk mitgebracht, was wir heute in die Verlosung geben. Das ist ein sehr interessantes Geschenk. Du wolltest es uns vorher nicht sagen, weil du gesagt hast, es ist vielleicht nicht ganz jugendfrei. Richtig. Also freuen Sie sich auf ein Geschenk von Julian. Wird das auch noch handsigniert oder gravierst du da was rein? Eigentlich kann ich da was drauf gravieren, ich kann auch was drauf schreiben. Wir können es nachher auch auspacken, königlich, und dann ich notiere da was drauf, wenn dem Namen. Wissen wir den Namen, wer das gewinnt? Nein, oder? Also dann schreibe ich einfach für Uschi oder für Tralala drauf. So. Genau. Das wird auf jeden Fall schön. Und dann ist Uschi, hätte ich fast gesagt, auch noch da. Nee, Ulla. Ja, Ulla Uschi ist heute da. Du hast mir das versprochen. Ja, ich habe das hinter der Kamera, habe ich Ulla schon geschenkt. Ich habe gesagt, Ulla, wenn der niemand das haben will, kriegst du es. Ja. Mit dem Buchtipp der Woche, auch sehr schön, Fickel. Erster Fall heute, ja, ne? Anwalt Fickels so. Erster Fall. Ja. Ja, was ist denn das für ein Buch? Was ist das für eine Sendung heute? Wir sind für morgens immer schon für alles offen. Ja. Gute Stimmung im Studio. Ja, und vor allem ist nachher auch noch, er freut sich bestimmt, dass er nur per Skype zugeschaltet ist und nicht direkt im Studio, ist Michael Allgeier mit dem Blick in die Sterne. Er wird übrigens auch etwas zu Julians Horoskop sagen. Bin sehr gespannt, was dir noch so blüht in der Zukunft. Habe ich auch Angst vor. Ja. Nein, muss man nicht wirklich. Alles gut, alles positiv und so sieht es auch Thilo Axel in der Hintergrundberatung, auch er leider nicht hier im Studio, sondern im Studio nebenan, freut sich aber auf Sie, anonym und kostenlos zu erreichen bis 10 Uhr. Ja, Jens, du hast mich noch nicht über den Catwalk laufen sehen, also das wäre sicherlich sehr lustig. Holen? Ja, Julian möchte gerne noch Florida-Eis haben. Sind wir schon wieder auf Sendung? Ja, wir sind schon wieder auf Sendung. Du möchtest Florida, du hast Florida-Eis bestellt. Ja, ja, ich habe gedacht, naja, man muss jetzt so einen Einstand bei einem neuen Sender feiern. Also habe ich da jetzt Einstand, bringe ich einfach 180 Tonnen Eis mit und werde nachher jeden verfüttern mit Eis. Und deswegen habe ich gedacht, dass wir beide gleich als Einstand hier gleich ein Eis futtern. Finde ich hervorragend. Das bereiten wir jetzt vor, liebe Zuschauer, während Sie sich das Tageshoroskop Teil 1 anschauen können. So, wir packen hier schon schön das Florida-Eis aus. Ja, Florida, ich habe hier Spekulatius gefunden. Ja, Spekulatius ist gut. Probier das ist jetzt das natürlich mal. Das richtige Wintereis. Mmh, lecker. Probier doch mal, Jens. Nimm einfach alles in den Mund, du musst schon lecken, richtig. Ja, musst du jetzt aber auch Spekulatius nehmen. Da kann ich nicht mehr reden. Auch ist lecker, oder? Florida-Eis. Also, ich muss ja... Ja, köstlich. Der Chef von Florida-Eis war ja auch mal hier zu Gast im Studio. Und seitdem esse ich wirklich nur noch Florida-Eis. Ich esse jetzt immer zwischen jedem Satz einen Happen, damit ich dann auch antworten kann. Ja, dann, ich habe ja genug Zeit, wenn ich gefragt habe, weil deine Antworten sind ja immer etwas länger. Dann kann ich also ganz viel essen. Das kannst du ganz Spekulatius auffuttern, das ist kein wunderbar. Problem. Lieber Julia, ja. Außer der Tatsache, dass du auch bei Florida-Eis auftauchst, und einfach mal ein paar Container mitnimmst, du bist immer unterwegs. Also, dass du es so früh überhaupt ins Studio geschafft hast, das ist nicht deine Zeit. Du bist natürlich abends immer ganz viel auf roten Teppichen unterwegs. Auch gestern warst du wieder. Wir haben es gepostet, mit Glöckler warst du unterwegs. Gestern war der große Abend von Harald Glöckler, weil er hat seine Kunstausstellung quasi präsentiert und hat ja sehr viel gemalt, seit glaube ich, inzwischen fast 20 Jahren. Und zwar hat er ja ein schönes Bild, genau. Ja, hast du auf deiner Facebook-Seite. Richtig. Also, die kann man sich auch wirklich, die kann man ein Stück weit auch wirklich bewerben. Über 3000 Likes hast du da schon. Auf deiner Seite ist natürlich auch immer was los. Also du postest dann auch von unterwegs, weil du immer ich poste auf Partys bist. Ich bin ja so ein Jet-Set-Girl und ich poste quasi, wo ich gehe und stehe rauf und runter, damit meine Community und die ganzen Fans wissen, was läuft und so. Die warten ja förmlich drauf. Ja, vor allem wusste ich deswegen auch, dass du natürlich sehr spät ins Bett gekommen bist, weil du da gestern mit Glöckler unterwegs warst. Richtig. Und da habe ich schon gedacht, na, ob der Julian heute wohl morgens fit ist. Aber ich weiß ja, du bist ein Vollprofi. Wir haben uns schon ein paar Mal getroffen und du bist immer bestens vorbereitet. Ja. So auch hier. Ja. Bringst Geschenke mit. Richtig gehört. Wenn man irgendwo reinkommt, ich habe ja meinen Einstand heute gefeiert bei AstroTV. Ich komme jetzt ja quasi jeden Tag und in jede Sendung, die nicht bei drei beendet ist. Mhm. Und deswegen habe ich heute Florida-Eis für alle mitgebracht. Nachher auch fürs Team, für Laura und für die Kameramänner. Die freuen sich schon, die grinsen alle schon. Und deswegen feiern wir heute in Greisen-Alstein, machen eine Eisorgie.
Du bist ein, so wurdest du mal bezeichnet, Party-Gesamtkunstwerk. Richtig. Und das kommt auch wirklich hin. Also natürlich das Outfit, fantastisch. Wo suchst du dir deine Sachen aus? Du bist ja selber auch Designer. Richtig. Also ich muss dir eins sagen, für Männer Mode ist es ja in Deutschland sehr schwierig. Die meisten Männer laufen ja immer rum, als wenn sie gerade irgendwie das Haus aufräumen, in kurzen Hosen und Schlappen und die ganze Scheiße. Das war ja alles keiner tragen kann. Ja? Also für mich Sachen zu finden, ist wahnsinnig schwierig. Aber wenn ich Teile finde, sowas zum Beispiel wie diese Leopardenschuhe, dann greife ich da sofort so, egal was die kosten, wenn die jetzt 80.000 Euro kosten, hätte ich die trotzdem gekauft, damit ich mal so ein Teil habe. Ne? Und das Lustige daran ist immer, wenn Freunde, die mich gut kennen, was sehen, sagen sie, guck, das wäre so ein typisches Stöckelteil. Weil das würde, kein Junge würde so eine Schuhe anziehen, aber für mich ist das genau gerade richtig. Also quasi so, wir könnten in Berlin Sex and the City drehen, ja, locker, mit dir. Locker, ich könnte auch alle vier Rollen gleichzeitig spielen. Ich würde mir jeden mal eine andere Perücke aufsetzen und könnte alle Rollen gleichzeitig spielen. Wo wir beim Thema sind. Ja. Du spielst ja eine Rolle. Du bist demnächst bei RTL in einer Soap zu sehen. Richtig. Ich habe eine neue Rolle bekommen bei RTL. Das wird ein großer Spaß. Und es wird eine neue Serie. Wann die ausgestrahlt wird, das steht noch nicht fest. Aber die Serie wird Berlin Models heißen. Es spielt in einer Modelagentur. Und ich spiele den bösen Chef der Agentur. Jetzt fragt sich natürlich, wie kann man bloß so eine Rolle spielen, wo ich ja so sympathisch finde. Aber ich habe diese Rolle bekommen und ich fülle die auch ganz gerne. Das muss man auch noch sagen. Das ist ja auch aus deinem Leben gegriffen. Zwar nicht der böse Agenturchef, aber Agenturchef. Du hast eine eigene Model- und Schauspieleragentur. Richtig. Genau. Und ich habe eben gekommen. Ja, das ist 130 Jahre her schon, weil ich habe nach dem Abitur wusste ich nichts mit mir anzufangen. Da ist, naja, gehst du zu Schlecker an die Kasse oder bei Lidl, da habe ich das alles doof. Und dann habe ich überlegt, naja, dann machst du ein Praktikum in Agenturen, um zu sehen, wie ist es eigentlich hinter den Kameras bei Agenturen, um zu sehen, wie ist es vor den Castings, wie kommt es alles zustande. Naja, das habe ich da gemacht. Dann fand ich die Agenturen, wo ich gearbeitet habe, alle doof. Mhm. Und auch was die da so gemacht haben, fand ich alles doof. Und dann habe ich mir das alles abgeguckt, was die so gut gemacht haben, habe das rausgezogen, aber das mache ich jetzt alleine. So. Du bist auch Schauspieler. Ja, ich kann gelernt. Eigentlich kann ich ja gar nichts. Ich habe ja nur Schauspiel gelernt und das durch meine Mentorin Witta Pohl. Ich kann sonst gar nichts, aber ich kann aus dem Nichts irgendwie was schaffen. Und das ist ja irgendwie auch schon wieder eine Kunst. Du bist auch aus dem Nichts im Prinzip aufgetaucht. Ja. Also du hast gerade Witta Pohl erwähnt. Ja, richtig. Die hat dich schon ganz früh unter ihre Fittiche genommen. Richtig. Und dich in die High Society und richtig. In die Film- und Fernsehbranche da war ich gebracht. 16, also vor einem Jahr. Und das war eben so, ich bin dahin und sie hat gesagt, ja, wir gehen zur goldenen Kamera, ich stelle dir alle Leute vor. Und dann waren wir da und dann sagt sie, ja, geh zu Loriot und geh zu Harpe Kerkeling, geh zu dem und zu dem und zu dem. Und dann bin ich dahin und habe gesagt, hallo, ich bin der Neffe von Witta Pohl. Und dann haben die Leute, oh, hallo und so. Und dann fühlte ich mich so in der High Society. Und an dem Abend beschloss ich dann für mich, ich werde Weltstar. Weil es fühlte sich so gut an, diese ganzen Leute, diese High Society. Und diese, man fühlt sich so, oh. Und da habe ich gedacht, so was die können, kann ich schon lange. Ja, und das setzt du auch um. Ja. Und bist immer unter. Also, es gibt ja It-Girls und du hast dich mal selber als It-Boy bezeichnet. Richtig. Aber du gehst weit darüber hinaus. Ne? Ja, also, so der klassische It-Boy bist du eigentlich nicht. Eigentlich bin ich es nicht mehr. Also, früher war ich ja It-Boy, weil ich habe ja damit angefangen, dass ich dann irgendwann einfach mir so schrille Klamotten angezogen habe, auf jeden roten Teppich gesprungen bin, den ich bei 3 aufgerollt war, um einfach bekannt zu werden. Habe jedem Fotografen meine Karte in die Hand gedrückt, der so, ob sie wollte oder nicht haben wollte. Und habe so lange das gemacht, bis irgendwann ein Fotograf, jetzt nie vergessen, es war bei der Fashion Show von Michalski im Friedrichstadtpalast, kam ein Fotograf zu mir und sagt, dauernd sehe ich sie auf dem roten Teppich. Wer sind sie eigentlich? Dann sage ich, ja, Julian Stöckel. Dann machen wir jetzt mal ein Foto. Und dann begann das so und begann das und begann das. Und heute ist zum Beispiel so, Stand gestern, ich komme an, die Fotografen kommen mir schon entgegen, sagen, Julian, und endlich bist du da, wir warten schon die ganze Zeit. Dann teilweise der Fotografen umarmen mich sogar, weil die sich so freuen, mich zu sehen. Ich bin eben so ein Netter, so ein Sympath. Selbst die Fotografen mögen mich. Und das ist ja schon eine Kunst. Das muss man auch wirklich sagen, egal wo man dich erlebt, du bist immer gut gelaunt, ja. Immer positiv drauf, ja. Und vor allem wirklich immer sehr, sehr nett im Umgang mit anderen Menschen. Also immer. Das erlebt man ja in der Branche, ja. So in der Promi-Welt ja auch ganz anders. Naja, die meisten denken ja immer, sie können wie so ein Bulldozer durch die Straßen fahren und jeden umfahren, der in die Quere kommt. Und bei mir ist so, ich habe von vielen Leuten gelernt, ich bin wie ein Schwamm. Ich höre mir Dinge von Leuten an, die ich gut finde und das partizipiere ich auf mein Leben und dann nehme ich das mit. Zum Beispiel Senta Berger hat mal zu mir gesagt, dass du, wenn du ans Set kommst, musst du jeden begrüßen und zu jedem Netz. Ich komme also ans Set, gebe jedem Kabelträger, jeder Putzfrau, jeder Garderobiere die Hand, sage, hallo, mein Name ist Jörn Stöckel und gehe davon aus, dass die mich nicht kennen. Ich stelle mich also vor, um denen meine Hochachtung zu zeigen. Und das kommt sehr gut an und das mache ich auch und das ist mir auch sehr wichtig. Wir zeigen gleich auch deine Mode. Ja. Und sprechen auch noch über Freundschaften. Ja, Freundschaft, und sehr wichtig. Viele, viele, genau. Und Affären und Skandale. Skandale hat es gibt auch reichlich Skandal? Gegeben. Oh, Helmut Berger soll noch mal kurz erwähnt werden, damit sie gespannt sind und du dich schon mal einstimmst. Ja. Ich esse jetzt erstmal Eis. Genau, wieder. Du isst jetzt Eis, ich gehe ein kleines Stück weiter, wenn du erlaubst. Mach das. Wiedersehen. Bleib ich hier sitzen jetzt? Ja, bleib mal sitzen ruhig. Ich bleib hier sitzen. Ich nehme mal, Blick in die Sterne gibt's, Freunde. Blick in die Sterne.
Ja, da wurde Thilo jetzt ein kleines bisschen länger eingeblendet. Ja, obwohl ist er in Ordnung. Ja, Thilo ist in Ordnung. Thilo ist in Ordnung, ne? Thilo, aber Thilo hat leider auch jetzt noch gar kein Eis. Oh. Aber das kriegt er nachher. Ich gehe nachher in sein Studio und bringe ihm eins. Das wäre nett von dir. Kannst du eigentlich auch gleich machen. Aber jetzt müssen wir ja erstmal. Ja, jetzt müssen wir arbeiten, wirklich. Jetzt also bitte wird wirklich hart gearbeitet. Ja. Und das muss ich auch sagen. Du bist, weil viele sagen, ja, ach, guck mal, das sind immer die kleinen Jungs, die It-Boy, ne, die über einen roten Teppich laufen. Du bist ein hart arbeitender Mensch. Richtig, ich bin nicht, weil ich bin ja auch heute, ich bin heute im Studio, um 12 fahre ich nach Hamburg, dann fahre ich zum Audi Fashion Award, dann mache ich dies, dann mache ich das. Also ich bin nicht untätig und zum Beispiel, wenn Leute mir schreiben, ja, ich möchte auch gerne ins Fernsehen, dann sage ich mal, ja, womit denn? Überlegt euch mal, was ihr könnt. Die Leute wollen heute immer alle ins Fernsehen, sie können nichts, man muss auch was können. Also ich arbeite hart dafür und ich bleibe da auch dran und deswegen ist, glaube ich, auch ein Ergebnis, dass es so ist, wie es ist jetzt. So sieht es aus. Sagen wir es mal ganz nett. Doch, ist es. Und du hast auch hart an deinem Körper gearbeitet. Ja. Sehe ich auch immer auf deiner Facebook-Seite. Immer mit Personal Trainer. Richtig, ne? Ich habe jetzt einen neuen Personal Trainer, den Patrick. Ein unfassbar gut aussehender junger Mann, wirklich. Und der macht das so gut, weil ich normalerweise verschleiße ich ja jeden Personal Trainer, weil ich die zusammenschreie und sage, Walter, die ganze Scheiße. Und der ist ganz nett und dann packt er mich immer und sagt, ja, jetzt noch da weiter und da weiter. Ich, ja, ja, da weiter, ja, ja und so weiter. Das ist alles wunderbar. Und heute, du weißt es nämlich noch gar nicht, der Patrick modelt nämlich heute. Für mich war heute das Model ausgefallen. Und das erste Model ist quasi mein Personal Trainer. Das ist ein absoluter Traum. So, da sind wir jetzt natürlich ein sehr schöner gespannt Mann. Bei der Vorrede. Sehr dann richtig. Wollen wir anfangen? Ja. Ja, mit bleiben Patrick. Wir hier stehen? Ja. Okay, wir bleiben hier stehen. Ja. Und Patrick darf als erster laufen. Dein Personal Trainer. Mein Personal Trainer. Guck ihn dir an. Ein Bild von einem Mann. Ja, personalmäßig ausgestattet. Ja. Womit? Ja, guck, also er trägt eine Jeans, die hat er selbst mitgebracht, weil ich habe meine Jeans-Kollektion an sich gezeigt. Er trägt aber mein Klassiker-T-Shirt, das bin ja ich auf dem T-Shirt und mit meinem Slogan Life is Decadence, du siehst meinen Konterfei da drauf, mein Spruch Life is Decadence, Leben ist dekadent und dazu eins aus meiner neuen Kollektion Tuch, ein Seidentuch, weil ich ja sehr gerne Tücher mag, eben was für den Winter was Dunkles, ne? Lila, Weiß und so weiter und in Kombination mit dem T-Shirt finde ich das ganz geil eigentlich. So, das heißt, Patrick wird jetzt in deine Kartei mit aufgenommen als... Ja, Patrick ist jetzt quasi Personal Trainer und mit Model. Man muss ja alles können. Ja, ist eine schöne Kombination. Ja, ne? Sehr gut. Also das ist wirklich der Klassiker. Das T-Shirt gibt es schon länger. Ne? Das T-Shirt gibt es schon länger, genau. Das ist Top-Klassiker. Der läuft auch wie geschmiertes Brot. Ne? Und die Leute mögen das mit mir drauf. Ich meine, vor allem, ich habe immer gedacht, wer will schon ein T-Shirt anziehen mit meiner Fresse drauf? So schön mich ja dann auch nicht. Aber die Leute finden es geil. Also von daher, ich bin ganz zufrieden. Sind dir schon Leute auf der Straße begegnet mit deinem Glück nicht. T-Shirt? Ich würde schreien. Wenn ich das sehen würde, würde ich sagen, um Gottes Willen, das ist ja die Stacke. Oder ich würde das T-Shirt runterreißen. Aber meine beste Freundin hat schon mal gesagt, ich habe jemand gesehen, der hatte da ein T-Shirt an. Das heißt, das ist ja unfassbar. Ne? Kein Foto gemacht. Nein, kein Foto gemacht. Naja, bitte. Nächstes Model. Jetzt kommt eins meiner Haus- und Lieblingsmodels, Bijou. Ja. Habe ich auch schon gesehen auf der Trabrennbahn. Richtig, wo ich meine Fashion Show gemacht habe. Sie trägt auch eins meiner Klassiker-Kleider, die ich heute zeigen will. Das ist, ich nenne es das Kleid Jet Set, weil die ganzen Themen meiner Kollektion behandeln ja das Thema Jet Set der 60er Jahre. Und ich habe das jetzt kombiniert mit einem neuen Tuch, das so ein bisschen an so ein indisches Kaftan erinnert. Und zusammen in der Kombination, ich mag diesen Mustermix. Guck mal, das eine Muster sieht aus, als wenn es sich beißen würde. Soll ich da reinsprechen? Ja, sprich mal. Achso, nee, ich dachte schon wieder, das ist für ein dickes Ding jetzt. Also, okay. Guck mal, also du siehst, ich mache diesen Mustermix, ne? Quasi das eine Muster beißt sich eigentlich, aber trotzdem in der Kombination sieht es doch toll aus. Und deswegen mochte ich das eben so. Und für den Winter ist so ein Kaftan für über so ein sommerliches Kleid sehr passend. Ja, sieht sehr, sehr schön aus. Und ist auch, wenn Bijou sich bewegt, ne, das ist. Ja, das ist natürlich, das die läuft nicht, sondern die fliegt. Ja, sie schwebt. Das ist eben ein Topmodel. Das trennt das Topmodel vom Würstchenmodel. Das ist das Schöne, dass dein Kleid, wenn die Kamera das zeigen kann, das geht ja auch so weit nach unten, dass man braucht eigentlich gar keine Schuhe anziehen. Ne? Richtig, du könntest auch so einfach durch den Raum fliegen. Und dann sieht es wirklich wie schwebend aus. Richtig. So, wen haben wir jetzt? So, jetzt haben wir ein Newcomer-Model, den Franz. Guck mal, der hat eine Jeans an und dazu, was ich sehr mag, das ist eine Bluse, die ist aber im Grunde im Unisex. Die kann man als Frau tragen oder als Mann. Je nachdem, wie man eben quasi, ich sag mal, aufgestellt ist, modisch gesehen. Und der trägt dazu eben das Tuch aus diesem Thema Jet Set, weil es ist derselbe Stoff wie das Kleid. Aber ich finde es eben ganz passend, wenn sich das widerspiegelt wieder in das Muster und der Stoff irgendwann. So, ne? Und das trägt man jetzt so, also quasi, Weste ist ja aus dem Hemdstoff, ne? Richtig, genau. Es ist im Grunde ein klassischer Hemdstoff, aber ich mag eben diesen Blusen, also diesen Westen- und Blusen-Touch. Und ich finde, bei Männern ist eben schön, wie du siehst, wenn man so definiert ist, leicht definiert ist, dann sieht es gut aus. Und bei Frauen kann man theoretisch noch einen Gürtel drum machen, dass man die Taille noch ein bisschen mehr mit tun. Also man kann es universal eben tragen, Mann und Frau. Da muss man auch wirklich ein Stück weit die Figur für haben, zumindest ein bisschen mehr Arm. Ne? Also als Junge muss man schon bei dir... Deswegen trage ich gerne dann mal ein bisschen einen Sakko oder so. Aber ich ziehe auch Poloshirts an. Ich mache aber keine Poloshirts mag.
Könntest du eigentlich mal einen? Ja, aber das machen ja andere. Dafür gibt's mach ja doch mal ein schickes. Ja, genau. Nicht? Ja. So. Also kriege ich keins von dir. Ne? Nee. Also wird, das wird's nicht. Wir müssen jetzt noch Eis essen. Müsste ich auf T-Shirt umgehen. Aus. So. Mhm. Aber das war's noch nicht. Nein, das war's nicht. Wir haben noch was. Noch zwei Modelle, genau. Mensch. Jetzt kommt eins meiner Lieblingsmodel, Victoria. Ein angehendes Topmodel und die trägt eins meiner ganz neuen Kleider. Das ist ein Lederkleid, was so ein bisschen erinnert an die 20er Jahre eigentlich. Das ist so ein Charleston-Kleid. Und das Tolle ist, wenn man das so ein Stück weit hoch macht, so ein bisschen, dann siehst du das schon durch, weil diese Lederfransen gehen so hoch und darüber trägt sie so ein Cap eigentlich. Das Tolle ist daran, du kannst dieses Cap immer tragen. Du kannst es so, guck mal, sie macht schon als Variante. Du kannst den einen Arm frei machen, du kannst drüber machen. Du kannst es im Sommer einfach drüber machen, wenn der kalt ist. Du kannst es aber auch im Winter einfach machen, um den Stil aufzubessern. Und guck mal, eben dadurch, dass es schlicht schwarz ist, ist die bisschen die Farbe, ist die das extra und es ist schon toll. Und ich finde dieses Kleid so toll und ihr steht es auch so gut. Und deswegen, du hast mir das vorhin gezeigt, also wenn man die Lederfransen Fransen hoch. Genau, wenn man die Fransen so ein bisschen hoch macht, auch ein, sieht man, ja zeig doch mal, genau, aber fast da nicht an alle Sachen stellen. Wenn du dich in die Kamera drehst, genau, und dann nochmal die Fransen so ein bisschen. Genau. Guck mal, es ist so ein leichter Touch von Erotik, was ich mag. Und wenn dann so eine schöne Frau wie Victoria das trägt, dann fallen alle Männer einfach um. Das muss ja so sein. Stell dir mal vor, ich würde es tragen, würde keiner mehr hingucken. Das wäre aber auch eine interessante Variante. Ja, aber da wäre der Zug abgefahren. Aber auf dem roten Teppich bestimmt. Da würde es gehen, weil da würde die Presse wieder schreien. Guck, die Stöckel trägt jetzt auf Fransenmode. So. So, noch jemand. So, jetzt kommt das letzte Outfit. Da habe ich mal wieder das Thema Colorblocking. Ich liebe ja das wilde Colorblocking. Auch namentlich vorgestellt Lulu. Richtig, Lulu. Mein Model Lulu, die schon sehr, sehr lange, im Grunde seit der ersten Fashion Show für mich läuft. Lulu trägt was Neues aus meiner Kollektion. Ich mache jetzt diese Leggings. Ich mache jetzt auch quasi Univers. Es ist im Grunde eine Leggings und eine Meggings. Die Leggings für den Mann. Meggings mit hallo, M. Hallo, genau. Hallo, trägst du auch? Ja, könnte ich auch tragen. Das kann ich mir gerade noch leisten. Und dazu eben so ein Leopardenprint, weil ich Leoparden schön finde. Viele Leute sagen immer, Leopard sieht billig aus. Ich finde, es kommt immer darauf an, wer es trägt. Und wenn so eine Frau wie Lulu es trägt und dazu eins meiner neuen Tücher, ein Barocktuch, weil da sind so Figuren aus der römischen Antike drauf und so weiter. Das ist ein schöner Touch, ist ein schöner wilder Mix. Und ich finde zum Beispiel einfach so ein Obstteller-Leggings doch wunderbar. Will man gleich dran naschen. Und ist da, also nicht nur wer es trägt, auch wie man es trägt. Wie man es trägt, wie es geschnitten ist. Richtig. Ja? Also und du guck, kannst du aus dem Stoff natürlich genau. Auch Cindy aus Marzahn Outfit machen. Du, naja, ich meine, die Cindy aus Marzahn ist eine großartige Moderatorin, ja, seit Big Brother, aber auch eine sehr lustige Komikerin. Im Grunde genommen kann die auch so einen Leopardenprint ziehen, weil Leopardenprint, das schmeichelt auch. Also es ist nicht so, dass man da jetzt eine super Minifigur braucht für. Weißt du was? Mhm. Wir machen gleich eine Verlosung. Ah ja, Verlosung. Ja, und dafür hast du ja was mitgebracht, richtig. Eine Überraschung. Das ist nicht das Eis, also es gibt jetzt kein flüssiges Eis. Nein. Weißt du, ich würde fast, eigentlich könnten wir rübergehen. Aber ich bin angekommen. Ja, aber das macht gar nichts, pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Ich kam dich mal ab. Hinten, das ist mir unangenehm. Ist dir doch sonst nicht da. Jens, jetzt ist er nimmst aber du den noch. Mal in die Hand? Ja. So, das immer so wir gehen jetzt einfach mal, wir machen das mal alles anders. Ist aber heute wieder was los. Ja. So, ein bisschen Bewegung in der Sendung, das ist ja auch immer gut. Gib mal her, ich kabel dich hier nochmal wieder an, aber wir gucken mal, ob das mit dem Mikro alles ist ja ganz verrückt. Wo ist meine Kamera? Hauptsache die Kamera ist da. Die Kamera ist immer da. So, jetzt haben wir dich wieder angekabelt. Mach ich das Mikro wieder? Ich glaube, es könnte jetzt so gehen, es sei denn, die Regie sagt mir, dass mit dem Mikro irgendwas nicht in Ordnung ist. Ist da irgendwas? Kann ich sprechen ohne Mikro? Ist okay, dann kannst du es zusammenlegen. Sehr gut. So, du hast etwas für die Verlosung mitgebracht. Richtig. Eine schöne Überraschung. Du wolltest uns vorher nicht sagen, was? Nein. Aus gutem Grund. Ja, aus gutem Grund. Ich habe natürlich überlegt, ja, verlost jetzt irgendwas aus der Kollektion, aber es ist ja auch irgendwie ein bisschen langweilig. Und daher habe ich besorgt einen ganz wunderbaren Edeldildo. Ich finde das ganz schön. Man braucht ja heute, ich meine, es gibt ja so viele Leute, die irgendwie so viel Stress haben und die haben keine Zeit für schmucke Affären. Und deswegen wollte ich so einen ganz tollen Ovo Deluxe Dildo verlosen. Ich also wenn man es jetzt so sieht hier, dieses Bild, ich hätte fast gedacht, so ein Parfümflakon. Ja, man könnte man auch denken, das ist ein Parfümflakon. Das ist ja das Schöne, weil wenn so Dildos aussehen wie so Riesenpenis, dann ist ja furchtbar. Also von daher ist es so eigentlich besser, wenn man so einen ganz schicken, schmucken Dildo hat, weil dann kannst du mitnehmen in die Handtasche, in der Reisetasche, überall, es fällt gar nicht auf. Du wolltest ihn auspacken noch, ne? Ja, ich habe das. Und ich während gesagt, du auspackst, habe ich mir den noch nie angeguckt. Nein, während du auspackst, werden wir Ihnen erklären, wie Sie an dieses wunderschöne Überraschungsgeschenk von Julian kommen. Sie müssten diese Frage beantworten. Julians exklusives Modelabel heißt A, JMFS oder B, ABC. Ja. Bestimmt ABC. Ja, das sollte eigentlich ganz schlau sein. Ne? Das sollte man wissen. Schreiben Sie die richtige Antwort an AstroTV Leichter Leben in 10452 Berlin.
Stichwort ist Julian. Ah, wie überraschend. 7.11. ist der Einsendeschluss und schreiben Sie auf die Postkarte bitte auch Ihre Telefonnummer, damit wir Sie im Gewinnfall auch erreichen können. Und den Gewinner finden Sie wie immer auf unserer Videotextseite 110. Ach, so sieht er, guck mal, so sieht er aus. Aber ist das nicht hübsch? So was Edles, so was Elegantes. Aber es geht leider nicht, ich habe jetzt keine Batterie. Keine Batterie mehr. So, naja, es macht ihm zu Geräusche. Also darüber ist ja hier, das ist ja ein seriöses Format. Also darüber will ich selbstverständlich. Und weil wir so seriös sind, gehen wir zum seriösesten Mann von Astro TV, zu Thilo Axel, ins Studio nebenan. Anonym und kostenlos noch zu erreichen für Sie bis 10 Uhr. Also, bis gleich. Ich sehe Thilo immer noch ohne Eis. Eigentlich hatte Julian versprochen, ihm Eis rüberzubringen. Soll ich ihm Eis bringen? Ja, gerne. Ulla bringt Thilo Eis. Das ist doch nett, oder? Julian. Hier ist was los. Ja. Die Ulla bringt das Eis, der Thilo und alle. Es ist hier, also hier ist was los im Studio. Es ist köstlich. Komm jetzt jede Woche, jede Sendung. Ich wollte gerade sagen, also du kommst jetzt immer vorbei? Würde ich gerne. Ist das in Ordnung? Selbstverständlich. Gibt es ein Minimum, ein Maximum, wie oft man kommen kann? Für dich nicht. Ah, das ist ja wunderbar. Dann komme ich einfach jede Woche. Sehr gerne. Wir haben dich sehr gerne bei uns. Wie auch, und das werden wir sehen. Vielleicht steht das in deinem Horoskop, dass du jede Woche bei uns auftauchst. Ja, denn mich... Michael Allgeier ist uns wieder per Skype zugeschaltet. Wir können ihn auch schon sehen, wunderbar. Lieber Michael, ja, hallo, jetzt. Du hast dir das Horoskop von Julian noch kurzfristig angeschaut. Ja. Und als Top-Astrologe hast du das auch super schnell dir angeeignet, was Julian betrifft und was seine Sterne ihm für die Zukunft so sagen. Was hast du denn gesehen? Ein kurzer, schneller Blick und vieles wird offensichtlich... Also, er wird vielleicht nicht jede Woche im Studio auftauchen, aber er ist immer für eine Überraschung gut. Er ist ja ein Fischegeborener, aber er gehört nicht zu den normalen Fischen, in Anführungsstrichen. seine Sonne steht in Spannung zu Uranus. Uranus ist der Rebell, der Revoluzzer, der Komiker, der Comedian. Er ist anders als alle anderen. Er will auch anders sein als alle anderen. Er nimmt immer die andere Perspektive wahr. Ja, wenn alle Leute sagen, das ist rot, dann sagt der Julian, nein, das ist nicht ganz rot, da ist auch ein bisschen, lila oder so. Ja, so in der Art. Er ist ein unglaublich intuitiver Mensch. Er ist ein Querdenker, er ist ein sehr freiheitsliebender Mensch mit dieser Sonne-Uranus-Spannung. Es sind sehr interessante Menschen, sind Menschen, die manchmal aufgrund ihrer Feinfühligkeit, aber auch auf ihrer hochgradigen Nervosität so ein bisschen eine niedere Reizschwelle haben, manchmal schon auch mal ausrasten können. So, ja. Interessant ist, er ist ja Modemacher, habe ich mitbekommen. Seine Venus steht auch im Wassermann, auch wieder uranisch, denn der Zeichenherrscher des Wassermanns ist wiederum der Uranus. Und das ist auch eine ungewöhnliche Mode. Es ist eine Art von freier Liebe. Menschen haben das im Horoskop, weil seine Venus steht auch noch in Spannung zum Mars. Ist also schon auch eine große Leidenschaftlichkeit. Ist auch die freie Liebe, wie gesagt, ist es die andersartige Liebe. Also man hat dann zumindest auch eine ausgeprägte Bisexualität, wenn diese Venus im Wassermann in Verbindung mit Mars auftaucht. Oh, Mensch, guck mal, da haben wir jetzt aber einiges über dich erfahren. So ein paar Sachen habe ich gesagt. Ja, so ein paar Sachen hast du schon mal gesagt. Wie geht es denn für Julian weiter? Also Julian sagt ja, er ist auf dem besten Weg, ein Weltstar zu werden. Ich sage ja immer gerne Star des Universums zu ihm. Wie weit geht es denn noch für Julian? Ja, wie gesagt, Julian ist immer für eine Überraschung gut und ich denke, er ist wirklich hochbegabt. Das Wichtigste für ihn ist, Geduld zu wahren im Leben, also konstant zu arbeiten. Er ist jemand, der kann einen Hoch haben und unglaublich Gas geben, dann ist er aber auch wieder erschöpft, würde sich wieder eher zurückziehen. Also so das Zwischending machen, dass er irgendwie dranbleibt, aber auch nicht überdreht. Dann hat er auch Erfolg auf Dauer. Julian, kannst du mit leben, oder? Ich möchte sofort zu ihm ins Bild springen und ihn ablecken und knutschen, weil das stimmt alles. Das ist alles die Wahrheit und ich fühle das auch.
Das ist wirklich so. Ich bin jetzt ganz baff. Ich komme jetzt zu dir sofort. Wo wohnst du? Wo bist du? Wir trinken Champagner zusammen. Sofort. Okay. Ich muss Michael. Erst meine Frau fragen. Ja? Ja, das können wir auch zu dritt machen. Frauen mögen mich immer sehr gerne. Okay. Lieber Michael, siehst du, Champagner hast du dir schon mal direkt verdient. Das ist wir lustig sind, bei euch. Ja, durchaus. Wir haben hier sehr viel Spaß. Ja. Du hast natürlich auch viel Spaß als Danke, Astrologe. Bitte schön. Julian bedankt sich ganz herzlich, ganz höflich. Hat mich sehr gefreut. Ja, es ist ein interessantes Horoskop. Vielen Dank. Lieber Michael, ist natürlich auch ein interessanter Beruf, den du hast, denn du schaust anderen Menschen quasi immer in die Karten, in die Sterne. Man kann bei euch auch lernen, beim Astrokolleg, ne? Ja, ich meine, die Astrologie ist eine unglaublich alte Wissenschaft, früher die Königin der Wissenschaften genannt worden. Wir bieten traditionelle, klassische Astrologie im Fernstudium schon seit 1995, also ist eine sehr alte, etablierte Schule. Und ich denke, die Astrologie ist ein Zukunftsberuf. Schließlich befinden wir uns auch im Wassermann-Zeitalter und die Astrologie ist eine Wassermann-Wissenschaft. Sie wird immer mehr in das Bewusstsein der Menschen rücken. Mit Kartenlegen hat sie nichts zu tun. Sie ist, wie gesagt, eine alte Wissenschaft, die aber nichts mehr mit Rechnen zu tun hat, denn inzwischen haben wir ja so Hilfsmittel wie ein Computerprogramm, der zumindest dieses Horoskopbild rechnet. Also wenn du, Joey, ich habe natürlich noch schön Eis gegessen in der Zwischenzeit und da ist mir ein bisschen Spekulatius im Hals stecken geblieben. Ja, aber das ist das Schöne, hier sind richtig schön Spekulatiusstücken auch drin. Jetzt arbeite lieber mal, du sollst moderieren hier. Ach so, entschuldige. Also was ist das? Du schon, Eis mit, siehst du, da sind wir bei dem Horoskoppunkt, ne, bei dem Charakterzug, dass Julian auch schnell mal ausflippen kann. Die Reitschwelle ist da ganz weit unten. Ja. Bin gespannt, was da gleich noch so alles kommt. Lieber Michael, ganz lieben Dank für deine Arbeit, die du hier heute geleistet hast. Es war harte, schwere Arbeit, gerade auch was das Horoskop von Julian anbelangt. Hast du dich wirklich dankenswerterweise noch ganz kurzfristig bereit erklärt, ihm das zu erstellen. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Und danke, wie gesagt, beim Astrokolleg darf man auch gerne seine Ausbildung beginnen. Du hast schon gesagt, ist ein Beruf mit Zukunft. Ist ein sehr alter Beruf, die Astrologie, eine sehr alte Wissenschaft und immer was mit Zukunft. Du fängst das an. Ich fange das an bei dir, Michael, weil dann habe ich endlich einen bodenständigen Beruf. Dann habe ich endlich was Richtiges, habe ich was Handfestes, dann habe ich was. Ja, warum nicht? Ja. Warum nicht? Mach das. Mit Sonne Uranus hat man eine gewisse Begabung dafür. Ach, sehr wunderbar. Also ich habe quasi für alles Begabung. Das ist ja wunderbar. Mehr möchte ich nicht wissen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, will ich nicht wissen. Für alles würde ich jetzt nicht sagen. Sag mal, dein Merkur in den Fischen ist nicht immer so ganz rational. Aber das er kann stimmt gut leider. Erzählen. Das stimmt leider. Also, Julian fängt mit Astrologie bei dir an, lieber Michael. Freu dich da drauf. Es gibt auf jeden Fall immer schöne Champagner-Partys. Ja, alles klar. Micha, ganz lieben Dank dir, dass du uns heute so lange zur Verfügung gestanden hast. Und viel Spaß noch, schönes Wochenende schon mal. Dankeschön. Tschüss. Bis bald. Gute Zeit euch. Danke, ciao. Ja, die gute Zeit, die werden wir haben. Und Seminare gibt es natürlich reichlich. Wir haben Berater von unserem Partner Questico, die ihr Wissen immer gerne weitergeben. So auch heute etwas anzubieten. Kartenlegen, das Basisseminar. Sie lernen mit 36 Lenormand-Karten und den 4 Zusatzkarten am 26.10. in Gstaad. Bei Nicole Ment. Das Seminar kostet 149 Euro. Sehr günstig, leite ich uns ein, machen wir zusammen. Machen wir alle. Ja, machen wir alle so ein Seminar. Und Kosten unter der kostenlosen Rufnummer übrigens zu buchen, 0800. Das ist ja wunderbar, da muss man ja gleich anrufen. 3044 0. Jetzt gerade nicht da, mit dem iPad kann man so schlecht telefonieren. Also, das wird irgendwann auch noch kommen, da hast du nur so ein Riesending immer im Ohr. Genau. Ist schön, wie ein Seniorenhandy, da sind die Tasten dann größer. Das habe ich ja, weil ich ja ein bisschen bekloppt bin, ich sehe ja immer nichts. Alle sagen ja immer zu mir, mein Gott, du musst das teuerste Telefon haben. Ich habe ja so ein uraltes Telefon aus dem Krieg noch und das habe ich für gute Leistungen bekommen. Ne? Und deswegen, ich habe so ein uraltes Telefon, weil ich kann dieses ganze iPhone-Gedöns, das werde ich wahnsinnig. iPhone, 2, iPhone, 3, iPhone, was soll ich mit dem ganzen Zeug? Da und jetzt auch noch bunt. Ja, bunt und hin und her, rauf und runter, was ist denn noch alles? Dann, irgendwann haben die noch so eine Kamera mit so einer Live Dingsbums-Zuschaltung, dann sehen die auch noch, was ich mache den ganzen Tag. Ich wollte gerade sagen, du wirst immer überprüft. Ja, unmöglich. Frau Merkels Handy wurde ja überschattet, hast du ja heute gelesen in der Zeitung und so weiter. Und sie ist ihr erst aufgefallen, nachdem es jetzt kam, ist ihr erst aufgefallen. Ich meine, als es schon rauskam, habe ich mich als Kanzlerin gefragt, huch, wurde eigentlich mein Handy dann auch überwacht? Ja. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Naja, lieber später als nie, ne?
Vielleicht war es ein Diensthandy, wo sie immer nur absichtlich genau das gesagt hat, was die hören sollten. Hallo NSU, hallo. NSU bin ist nicht auch da. Schön. Ach nee, das ist es ja gar nicht. Stimmt, wie heißt denn das? NSA. Ach, NSA. Ja. Aber NSU siehst ist auch. Ich weiß, das NSU, NSA, ja, ja, alles kommt immer nach. Diese Abkürzung. Ach, das macht ja auch keinen Sinn. Man darf doch auch mal den Stier bei den Hörnern packen und auch mal direkt die Namen nennen. Ja, an den Hörnern packen. Es sind Geheimdienste. Geheim? Gott, wir werden auch abgeschattet, überschattet, abgehört. Wir sind weschattet. Du hast Autogrammkarten mitgebracht, ja, die übrigens sehr, sehr schön sind. Ich schreibe jetzt auch eine Autogrammkarte, die auch jeder, der keine haben will. Ich schreibe ja dann immer Autogrammkarten. Mit schwarzem Hund. Welche Kamera darf ich jetzt wieder halten? Wo ist denn die Kamera? Wo bin ich denn? Ja, genau da ist richtig. Da, nein, ja, da. Da, auch. Ja, hier. Also für alle Zuschauer, ich schreibe jetzt 68.000 Karten, für jeden Zuschauer eine. Ne? Sollen wir das machen so? Wollen die Leute das? Auf jeden Fall. Ich unterschreibe einfach nachher ganz viele und lasse sie dann hier. Und dann kriegt der Gewinner auch und schreibt viel Spaß mit dem Gewinn. Oh ja. Schicken Sie mal ein Foto, was Sie damit gemacht haben. Schicken Sie mal ein Geschenkefoto oder so. Ne? Ja, mit Duschhaube und allem drum und dran. Das wäre schön. Ja, würde mich auch freuen. Lieber Julian, also auch wenn wir hier natürlich viel Spaß haben und du auch immer gerne Spaß verbreitest, es gibt auch, ich will gar nicht sagen ernste Themen, aber es gibt auch viele Dinge in deinem Leben, um die du dich kümmerst. Denn es gibt Menschen, die, wie du auch sagst, nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und du betreibst ganz, ganz viel ehrenamtliche Arbeit, ganz viel Charity. Richtig. Ich mache sehr viel Charity. Ich setze mich ja unter anderem in Berlin für die Berliner Tafel ein, für die Berliner Tiertafel und für die Björn-Schulz-Stiftung. Was mir sehr wichtig ist, das eine ist die Berliner Tiertafel ist ja, da können Leute hingehen, zum Beispiel wenn eine alte Frau, sagen wir mal 70, 80, 90 ist, das Geld nicht mehr aufbringen kann und das Tier krank wird, aber das Tier, der einzige soziale Kontakt ist, den dieser Mensch hat, können die Leute zur Tiertafel gehen und dann übernehmen die Kosten für so eine Tierarztbehandlung, die ja sehr teuer sein können. Ne? Und die Berliner Tafel ist ja sehr bekannt, für die habe ich ja auch diese große Werbekampagne gemacht in Berlin, ist, dass eben Menschen, die sich das nicht leisten können, eben mittags einen warmen Mittagstisch haben. Ne? Und die Björn-Schulz-Stiftung, das ist das, was mir im Grunde genommen besonders am Herzen liegt, weil es wirklich so unfassbar traurig und schrecklich ist, ist ja das Kinderhospiz, wo Kinder sterben. Also die Kinder, die in diesem Hospiz sind, müssen sterben. Es gibt keine Medikamente, es gibt keine Medizin, es gibt nichts, was diesen Kind retten muss. Und damit man den Weg zum Tod so herrichten kann, dass es für das Kind, ich sag's mal jetzt ganz schlimm, angenehm ist und für die Eltern auch zu ertragen, ziehen die Eltern in eine Wohnung dort in der Stiftung. Das Kind kommt in ein Zimmer und wird behandelt, bis es eben stirbt. Dann gibt es den Raum der Ruhe, da können die Eltern einen Abschied nehmen und dann gibt es den See der Stille, glaube ich heißt der, und da kriegt jedes Kind einen Stein mit dem Namen, einer Erinnerung und dann liegen die da. Also ich meine, was Schlimmeres als Kinder, die sterben müssen, es gibt ja auf die... Als ich zum ersten Mal da war, ich habe geweint, ich kam da rein, ich könnte auch jetzt schon wieder weinen, das ist so furchtbar, wenn Kinder sterben müssen, wo noch nichts, was sollen die denn mit 6 oder 7, 8, 9 erlebt haben? Verstehst du, für uns, verstehst du, wir leben und machen und die müssen sterben. Also was Furchtbares gibt es ja nicht. Wenn man etwas für diese Stiftung tun möchte, etwas für diese Kinder und die Familien tun möchte, an wen wendet man sich? Hast du auf deiner Facebook-Seite oder auf deiner Homepage einen Link? Auf meiner Homepage steht viel über meine Arbeit drin. Du kannst auch auf meiner Facebook-Seite gucken. Ansonsten kann man eben gucken bei Björn-Schulz-Stiftung hier in Berlin. Und es gibt alle möglichen Sachen. Ich werde nächstes Jahr im Februar eine Benefiz-Gala machen für die Björn-Schulz-Stiftung, die sich sehr gefreut hat über mein Engagement und das werde ich machen. Und ich werde es aber auch nochmal kommunizieren und auch nochmal promoten. Aber ich freue mich eben über jeden Cent, der gespendet wird für die Björn-Schulz-Stiftung, für die Berliner Tafel und für die Berliner Tiertafel. Also dafür, wenn du die Benefiz-Veranstaltung machst, kommst du natürlich auch nochmal auf jeden Fall ins Studio. Ich möchte ja mindestens noch 68 Mal kommen. Kommst du auch definitiv? Ich kann auch Buchtipps machen. Was die Uli gemacht hat, das kann ich auch. Ich kann auch alle meine Bücher hier vorstellen, das ist überhaupt kein Problem. Mach das bitte gerne. Du hast auch gesagt, dass Freundschaften für dich ganz wichtig sind. Und wenn man auch mal auf deine Facebook-Seite guckt, also so viele Partyfotos auch immer da sind, aber auch da hast du immer mal wieder, auch den einen oder anderen Satz lässt du da fallen unter Fotos, wie wichtig auch die engsten Freunde sind. Richtig. Und nicht nur die große Party. Richtig. Also es ist so, ich hab eins gelernt, Familie hat man, Freunde kann man sich aussuchen. Ne? Also ich habe am meisten ist mir wichtig, dass man Leute hat, die einen wirklich mögen. Ich habe, wenn man mich fragt, wo sehe ich mich in 10, 20 Jahren, mein größter Traum, so witzig das auch klingt, ist ja, dass ich irgendwann mir so viel Geld habe, dass ich mir ein Haus leisten kann, wo meine Mutter, die ich sehr schätze und mit der ich mich sehr, sehr gut verstehe, einzieht und Leute, die mir besonders viel bedeuten, mit einziehen. Also dass man wirklich eine Villa Kunterbunt hat, wie die große italienische Familie, die zusammen leben, zusammen essen, zusammen leiden und so weiter. Das finde ich ist schön, weil das ganze Geld der Welt, ich habe so viele Freunde,
Freunde, die ums Leben gekommen sind bei Unfällen, Leute, die krank waren und so weiter. Was zählt es alles, wenn du Geld hast und nicht gesund bist und dann stirbst, elendig und einsam? Oder zum Beispiel auch gute Freunde, mein Freund Günther Kaufmann, der immer tough, immer fit, immer toll war und einfach beim Joggen tot umfällt. Ja, was ist denn eigentlich dann? Also von daher, ich lebe auch in den Tag, verstehst du? Ich freue mich, dass ihr euch da habt, ich freue mich, dass wir hier sind, ich freue mich, dass ich so tolle Models habe, die morgens um 4 Uhr irgendwie aufstehen und für mich hierher kommen, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und ich bin dankbar für alles, was ich bin, auch dankbar, dass ich so weit kommen bin, dass ich heute zu Gast bin. Ich bin einfach dankbar. Und wir sind dankbar, dass du den Weg heute zu uns ins Studio gefunden hast. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ist schon zu Ende? Leider. Ich möchte ja immer noch bleiben. Kann ich hier sitzen? Ja, du bleibst jetzt erstmal noch hier. Wir gucken uns in der Zeit das Tageshoroskop Teil 2 gemeinsam. Ich unterschreibe jetzt noch 80 Daten. Liebe Zuschauer, ja, das Tageshoroskop ist rum. Und wir haben noch über so viele Dinge nicht gesprochen, ja, lieber Julian. Beispielsweise über deine Affäre mit Helmut Berger. Ja, das hat er kaum was erzählt. Ja, ich konnte gar nicht erzählen, weil dieser Gerling immer den ganzen Tag redet. Das ist furchtbar. Ja. So, jetzt erzähl mal. Helmut Berger, es war ja die Pressestory des Jahres, überhaupt des Jahrzehnts. Ne? Und jetzt fragt mich immer, ja, wo ist denn eigentlich dein neuer Mann Helmut Berger? Und jetzt sage ich ja immer, weil ich habe das ja gelernt von Sylvie van der Vaart und den ganzen anderen Hühner, heute ist man ja entweder prominent oder man ist Ex-Frau. Also sage ich jetzt überall, wenn man mich fragt, ja, ich bin die Ex-Frau von Helmut Berger, ich bin die Mätresse. Deswegen sieht er so gut aus. Ich mache alle Leute jung und frisch. Das tust du in der Tat. Ja. Ganz lieben Dank auch an deine Models, dass ihr alle so früh hierher gekommen seid. Dank, ganz Kinder. Lieben Dank dir, Julian. Ganz lieben Dank, Thilo, für die tolle Hintergrundberatung. Ja. Hat allen sehr viel Spaß gemacht heute. Danke fürs Vorbereiten. Und Michael für mein tolles Horoskop. Ja, auch das natürlich. Ganz Michael, danke schön. Ulla, ganz lieben Dank. Ulla, wo ist denn Ulla schon? Ich glaube, dass sie jetzt gerade gar nicht da ist. Das war's für heute. Einen bunten Donnerstag und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen, um 9 Uhr bei Leichter Leben. Zeit für mich. Dankeschön. Tschüss. We'll